Stimpak Strain bis zu 30% deiner maximalen Gesundheit wieder her. Heile verletzte Körperteile können zu Favoriten gemacht werden und so weiter. So, dass du schnell. Okay. Ah, okay, danke schön. Oh, eine Pistole. Nein! Den wollte ich ausrüsten, Mann! Eine Brille! So, willkommen bei Tamling. Ja, Ward, Anpassung für Aufseher. Ich trinke jetzt kurz noch einen Schluck Kaffee. Ward 111 ist dafür konzipiert, die Langzeitwirkung des Schalltods bei unwissenden menschlichen Testobjekten zu ermitteln. Ihre Mitarbeiter werden kurzfristig mit der Überwachung grundlegender kardiopulmonaler und kognitiver Funktionen betraut. Die Langzeitbeobachtung erfolgt über Fernüberwachung durch WarTech-Techniker. Unter keinen Umständen darf dein Schlafzustand unterbrochen werden. Sie schließt die Anwendung lebensrettender Maßnahmen ein. Ihre Mitarbeiter werden als entbehrlich angesehen, Insubordination oder vorzeitiges Aufwecken werden als kapitale Verstöße angesehen. Ungenutzte Kryokammern werden bevorzugt zur Entsorgung sterblicher Überreste verwendet. Sind die bescheuert eigentlich? Kryolator. Ich habe lange davon geträumt, den Kälteschlaf in mobiler Form zu ermöglichen. Der Kryolator ist mein neuester Versuch. Glücklicherweise verfügen wir über ausreichende Mengen der benötigten Chemikalien und Komponenten, um am Prototyp arbeiten zu können. Ein schöner Zeitvertreib, während wir auf grünes Licht warten. Betriebsprotokoll Handbuch. Das haben wir schon gelesen. Aufseherlogbuch. Vorbereitungen. Die abschließende Einweisung. Der Mitarbeiter ist beendet. Alle bis auf ein paar wenige Bewohner von Sanctuary Hills wurden registriert. Und einige von aus Concord ebenfalls. WarTech-Kontrolleure waren diese Woche da, um eine technische Abnahme durchzuführen. Der Ward ist startklar. Ich stelle mir vor, welche Wunder unsere Bewohner zu sehen bekommen werden. Das Gefühl, in die Zukunft zu reisen. Ich wünschte fast, ich könnte dabei sein und unsere vielversprechende Zukunft mit allen Augen sehen. Ja, du bist ein Psychopath. 23. Oktober. Es ist passiert. Wir hatten Glück, dass die meisten Mitarbeiter in der Nähe waren, als die erste Warnung kam. Wir hatten weniger Zeit als erwartet, aber nur Nordhagen hat fehlte, als wir den Eingang versiegelten. Die Aufnahme der Bewohner lief problemlos. Alle waren da, sogar die Familie, die bis zur letzten Minute gewartet hatte. Er hatte mir Sorgen gemacht, dass die Leute mehr Verdacht hegten. Aber dafür ging wohl alles zu schnell. Wir müssen von allem zu überwältigt gewesen sein, um die Kryokammern in Frage zu stellen. Systemdefekt. Komischer Vorfall heute mit Kapsel C3. Das Objekt schien Herzrasen zu haben. Nichts Lebensbedrohliches, aber ungewöhnlich. Wir haben beinahe zu spät bemerkt, dass die Kapsel eine Fehlfunktion hatte. Das Kryosystem hätte fast angefangen, sie aufzutauen. Wir sind uns nicht sicher, aber ich vermute, ein Fehler in WarTechs externen Überbrückungssystemen hat dazu geführt, dass ein fehlgeleitetes Signal angesendet wurde. Wir müssen wachsam sein. Ich hoffe nur, dass ihre Systeme zuverlässig weiterarbeiten, wenn wir erst das Personal evakuiert haben. Vorräte werden knapp. Es gab noch keinen Warnungssignal, obwohl die 180-tägige obligatorische Schutzzeit bald vorbei ist. Es war nicht vorgesehen, dass die Vorräte viel länger reichen. Und trotz meiner Bemühungen beginnen Leute sich zu fragen, was wir eigentlich noch hier unten machen. Wenn die anderen glauben, dass wir einfach gehen können, wenn die 180 Tage um sind, dann sind sie verrückt. Die radioaktive Strahlung wäre immer noch stark genug, um jeden zu grillen. Wenn wir die Ward-Versiegelung so früh öffnen, der ganze Sinn der Entfernung war der Empfang weiterer Anweisungen von der Zentrale. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann den Ward nicht öffnen. Unsere Vorräte reichen nicht ewig. Ich muss einfach alles unter Kontrolle halten, bis die Entwarnung kommt. Ja, das hat aber toll geklappt, du Idiot. Meuterei. Eine Gruppe unter der Führung des Sicherheitspersonals hat sich an mich gewendet und verlangt, den Ward verlassen zu dürfen. Ich werde nicht die Türen öffnen, um da draußen verstrahlt zu werden. Ich sammle die verbliebenen Vorräte zusammen und sperre die Mitarbeiter ein. Wir müssen anfangen, Prioritäten zu setzen, wer wie viel von den wenigen Vorräten erhält. Ich war mit den Rationen dummerweise viel zu großzügig. Und wenn es manchen nicht gefällt, nun, dann haben wir eben weniger Mäule zu stopfen. Ja, das ist natürlich die schlauste Antwort. Aber wir hauen ja auch ab. Der Personalevaluierungszone ist jetzt geöffnet. Erinnern Sie alle Mitarbeiter daran, sich angemessen zu verhalten und den Abschaltprotokollen zu folgen, bevor sie Ward 111 verlassen und anschließend neu versiegeln.
Bitte bewahren Sie alle Aufzeichnungen und Forschungsergebnisse Ihrer Mitarbeit auf. Wenden Sie sich an Ihre Wartech-Vorgesetzten, um weitere Anweisungen zu erhalten. Ja, ja, bla 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 bla. Dankeschön. So. Das war... Ist das alles, was noch übrig ist? Scheint so. Scheint wirklich so, Kumpel. Oh, hier haben wir noch was. Munition. Munition nehme ich immer mit. So. Noch eine. Nett. Dich hole ich mir später. Hätte ich doch meine Haarklammer. Ja, dich hole ich wirklich später. Immer machen die Tür zu. Falls jemand drin ist, geht er denn dann hoffentlich nicht rein. Vorkriegsgeld, Beispiel. Wenn man von der Haarklammer spricht. Abgeschlossen. Los. Da hat man jetzt die Hoffnung, dass man es öffnen kann und dann das. Die 4 war das. Ich will mal probieren, wie es aussieht zu schießen. Bam! Mistvieh! Okay. Verschwendet auch einfach viel zu viel Munition. So, Kakerlaken. Ah. Hat ja toll geklappt. Achso, ich hätte nicht ins Licht gehen dürfen. Ach, das ist ja geil. Lebt denn überhaupt noch wer? Hat es jemand nach draußen geschafft? Oh Gott. Was haben wir denn da? Ein Pipeboy. Einer dieser tragbaren Computer. Corporate Warp Core. Load Version 1.1. Die Initialing läuft. Pipeboy. So, mit Maus wählst du deinen Reiter. Inventar. Ja, da haben wir Inventar. Kleidung. Echt? Wir haben nicht mehr den alten? Ja, ich krieg den Charakter. Okay. Wie sehe ich mit Brille aus? Bescheiden. Dankeschön. So, wir haben hier noch was zum Umgucken. Und von hier kamen wir. Achso. Hier ist das. Ach, ja klar, hier ist der Ausgang. Ja, ich will. So. Mondtürbringungssequenz eingeleitet. Bitte zurücktreten. Ja, ich möchte raus. Speichern wir dabei, ne? Ja, richtig. Die Musik, ich bin jetzt mal ein bisschen ruhiger.
das kenne ich hier alles noch. Aber damals war es schöner, also nicht ganz so verrostet. Ich frage mich, wie lange wir hier unten waren. Nee, da ist. Die Menschen, die sich einen Platz im Ort 111 gesichert hatten, hatten keinen Schimmer, dass sie in einen Kälteschlaf versetzt werden würden. Tatsächlich waren fast alle Walls geheime soziale Experimente von Wojtek. Na super, das freut mich ja. Weißt du, wir retten dein Leben, aber wir werden dich versklaven und. Oh Gott. Ich will nicht verstreit werden, ne? Ich will meine Eier noch behalten. Klassisches Radiosignal. Augen müssen sich noch an die Umgebung. Es steht nicht mehr viel. Kann ich wieder nicht hier zurück? Ja, wie wollt ihr eigentlich? Soll ich in der Ego-Perspektive weiterspielen oder in der externen? Ich würde sagen, wir spielen in der Ego-Perspektive weiter, weil die mir an sich mehr gefällt. Und ich werde auch gleich vorweg es wirklich wie ein Überlebensspiel angehen. Das heißt, ich werde extrem seltsam reagieren. Also in Städten, die ich nicht kenne, werde ich extrem vorsichtig umgehen. Ich werde mir jedes beschissene Haus angucken, weil ihr wisst ja, wir sind gerade in einer postapokalyptischen Umgebung und Überleben ist eins. Mein schönes Auto! Kaputt! Und die Karre auch. Oh, ich hab die so schön gefunden. Oh Gott. Deswegen nehme ich hier alles mit gerade. Ja, kommt hier das hinüber. Ja, ja. Aschenbecher. Weil man kann ja nie wissen, wofür man den Schrott braucht. Man kann übrigens auch in diesem Spiel bauen. Und da braucht man Schrott. Nein, ich will mich nicht sehen. Nein, komm, 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 Friedhelm, steh auf. Danke. Gott, hier sind wir durchgeflüchtet. Ja, ich weiß nicht, jetzt springt nach. Was ist das? Schlammbohne. Hubblume. Oder Habblume. Gott. Hier sind wir lang geflohen. Ich frag mich, ob mein Haus noch steht. Entdeckt Sanctuary. Oh Gott. Wir haben da einen Roboter. Sieht wie Cutworth aus. Wir sind ein bisschen leicht angeschlagen, sehe ich gerade, aber. Abgeschlossen! Sprich mit Cutworth. Okay, Cutworth lebt anscheinend noch. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Die Büsche brauchst du nicht mehr schneiden. Du bist es wirklich.